Ja, was haben wir denn hier? Diese Immobilie wird nicht 2 Tage zu haben sein. Wer dieses Video anschaut, sofort anrufen. Villa habe ich gesagt, weil diese Wohnung wie Villa aussieht. Schaut euch mal bitte das an. Also ich lebe seit 2 Jahren und habe 115 Wohnungen aufgenommen oder Immobilien. Ich kriege immer noch nicht genug. Komm mal bitte mit. Freunde, was ist das? Man zahlt in dieser Region für eine Villa 450.000 Euro und ihr kriegt diese Wohnung in Größe von 170 Quadratmeter mit einem Gemeinschaftspool, wo nur 8 Parteien benutzen dürfen, wo 4 nie hier sind. Also meistens habt ihr Privatpool und dieser riesen Balkon. Dann gehen wir hoch. Ich bin ein bisschen aus dem Thema gekommen, aber wir haben hier eine wunderschöne Immobilie, was 4 plus 1, 170 Quadratmeter mit Balkonen hat. Hier ist die Küche. Wir haben ja 3 Immobilien in diesem Stil an einem Tag verkauft. Hier haben wir Wohnzimmer. Riesen Klimaanlage drin. Jenny, wenn du mich aufregen würdest oder traurig stellen würdest, würde ich hier stehen und runterschauen. Dann wärst du wieder glücklich? Dann bin ich wieder glücklich, weil dieser Ausblick kann einen glücklich machen, oder? Ja, ist wirklich eine einmalige Option. Auch hier muss ich eine Rückmeldung geben. Eine Dame hat unser letztes Video ein bisschen daneben verstanden. Was 2 Menschen miteinander machen, geht den dritten Scheißdreck an. Okay, wir gehen weiter. Ich habe euch ja gesagt, 4 plus 1. Schaut mal bitte diese riesen Schlafzimmer an. Klimaanlage. 1,60 mal 2 Meter Bett. Endlich mal Holzoptik. Schöner Schrank. Ich finde diesen Schrank wirklich schön. Zeitlos. Die wird in 100 Jahren immer noch schön sein. Was ich hier gemerkt habe, Freunde, diese Mechanik gehört den Dänen. Die haben alle diese Dinge. Ich bin mir sicher, dass die aus Dänemark oder hier herstellen lassen haben. Wunderschön. Dann gehen wir ins nächste Schlafzimmer im Eingangsbereich. Das heißt, ihr müsst dafür kaum Treppen steigen, wobei doch von Pool nach oben. Auch nochmal ein Schlafzimmer mit einem Fenster, Klimaanlage, Holzoptik, Kleiderschrank. Schönes Bett finde ich auch. Und dann haben wir unten nochmal ein Badezimmer mit einer Duschkabine. Und hier haben wir den Boiler. Wenn ihr sagt, was ist denn das für ein Klotz, dann kann man für 250 Euro das mit einem Durchlauferhitzer ersetzen. WC, Dusche, Waschtisch, Waschmaschine ist mit drin. Und dann gehen wir vor. Das heißt, wir haben in diesem Stock, wo wir von hier reinkommen, zeig mal bitte Jenny, haben wir 3 Zimmer plus Küche. Also dieses Geschoss ist schon sehr, sehr groß. Findest du nicht? Dann gehen wir runter, Holztreppen. Ich liebe mittlerweile Holz. So, und somit befinden wir uns im unteren Geschoss. Das ist ja ein Zimmer, Freunde. Also groß genug ist diese Zimmer auch. Dann gehen wir von der Zimmer aus nochmal in ein anderes Zimmer. Wieder ein Bett, ein Kleiderschrank, Klimaanlage. Was cool ist, hier hat man keine Tür, aber ein Badezimmer mit Dusche vielleicht. Da und dort muss man vielleicht ein bisschen sauber machen. Die Fugen und so weiter. Aber das ist wirklich Peanuts. Und hier hat man sein Gartenmöbel reingestellt. Wenn ihr da seid, ist eigentlich hier leer.
Hier könntet ihr nochmal einen Kochnischer machen oder wenn ihr Gäste habt, könnt ihr hier einquartieren, nochmal als Schlafzimmer benutzen. Jetzt würde ich sagen, Jenny, wir gehen hoch und raus, was noch dazu kommt. Mit Parken habt ihr hier kein Problem, weil die Straße einfach ruhig ist. Hier sind normalerweise nur Villen und diese Anlage ist im Villenstil gebaut. So, das war Eingangsbereich. Jetzt gehen wir runter. 1, 2, 3. Dann gehen wir, von hier könnte man runterfahren und das Auto könnte man hier oder seitlich abstellen. Das ist kein Problem. Und Freunde, hier muss man so runtergehen. Doppelbizeps, Rückenpose. Schaut euch mal den Pool an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich denke 12 Meter lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Meter breit. Wenn ihr hierher euren Pavillon hinstellt, mit Schirm, mit Sitzgelegenheit, abends, könnt ihr euch vorstellen, wenn die Stadt leuchtet, was da los ist? Eigentlich muss ich über diese Immobilie nicht reden, nur zeigen. Und ich habe es gezeigt. Ich habe aber auch geredet, weil Information heutzutage das Kostbarste ist, was wir haben. Aber noch kostbarer ist wahre, ehrliche Information und nicht die Menschen manipulieren. Das ist noch kostbarer. Und hier, Freunde, dieses ganze Areal, was gefliest ist, gehört euch. Ihr könnt das alles selber benutzen. Ihr könnt hier nochmal eure Gartenmöbel und so weiter abstellen, aber ihr braucht das nicht. Warum? Kommt mal rein. Jenny, kannst du dir vorstellen, dass diese Abstellkammer nur für 4 Parteien vorgesehen ist? Ja, ich habe gleich auch den Herrn, der für diese Anlage aufpasst, kennengelernt. Er hat dann geschrien, Pumping Erjan. Er kann Deutsch, man spricht hier Deutsch. Die Schweizer über diese Wohnung kenne ich auch. Ich weiß seinen Namen sogar, aber ich sage hier nicht. Das heißt, er hat mir Informationen gegeben, Freunde. Zweimal die Woche kommt ein Poolboy und macht Pool sauber, tut Chemikalien rein, dass man immer wieder so sauber, wie es ist, jetzt gerade vorfindet. Ein Gärtner, der diese ganze Anlage pflegt. Und er hat gesagt, Erjan, wir haben hier eine Besonderheit. Wir verwalten diese Anlage nach deutschem System. Wenn was kaputt ist, dann hat man schon bereit. Kabeltrommel, die Glühbirnen, wenn was passiert. Also es ist eine beschwerdefreie Immobilie. Dafür muss man zahlen. Nebenkosten ist hier 100 Euro. Und diese Immobilie kostet 125.000 Euro Verhandlungsbasis. Wir können für euch mit verhandeln. Wer bitte sowas sucht, soll schnell zuschnappen. Letzte Zeit haben wir 3-4 Mal die gleiche Aktion gehabt. Immobilie war weg und nächsten Kunden sind angestanden. Weil Immobilie weg war, haben wir dann schnell eine andere Immobilie denjenigen auch verkauft. Ich finde, diese Immobilie hat 125.000 Euro zu 100% verdient, weil ihr in einem Villengebiet fast so groß wie eine Villa eine Immobilie erwerbt, mit Pool, wo man mit 12 Stufen reingehen kann und dann auch das Leben genießen kann. Ob ihr Familie habt oder allein ein Ehepaar seid, Rentner oder jung und sagt 1-2 Jahre, wollen wir immer wieder hinkommen und wieder vielleicht da leben, wo ihr jetzt lebt. Ich meine, diese Immobilie kann man sehr gut einparken und Geld einparken und aufwerten, nur mit der Zeit, wenn man wartet. Mehr will ich eigentlich nicht sagen, aber ich habe viel geredet. Ich hoffe,
die Immobilie hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ja, ruft an. Meine Nummer wird unten eingeblendet. Und Jenny wünscht euch auch alles. 9 Minuten 44 Sekunden. Bis dann, Freunde.